Ja, jetzt kann ich sie Geil, sehen. ja. Wunderbar, okay. Gut. Ja, also ich befasse mich mit den Gesundheitsfolgen bewaffneter Drohnen und zwar einmal mit den Folgen für die Menschen, die unter der Beobachtung und der potenziellen Bedrohung von den Drohnen leben und einmal mit den Gesundheitsfolgen für die Soldaten und Soldatinnen, die als Drohnenpersonal eingesetzt werden. Für die Menschen im Einsatzland sind diese folgenden humanitären Folgen bedeutsam. Ich fange mal an mit den Zivilisten, die sterben, die zivilen Toten. Also mindestens 10 bis 13% in den letzten 20 Jahren der Drohnentoten waren Zivilistinnen. Des Weiteren wird viel Infrastruktur zerstört, eben auch Gesundheitseinrichtungen, Krankenhäuser und so weiter. Und die Drohnen und ihre explosive Beladung sind auch toxisch und stellen eine Umweltbelastung dar. Außerdem scheinen die Verletzungen durch Drohnen besonders schwerwiegend zu sein. Das zumindest zeigt eine Studie im Gazastreifen, wo Menschen mit Amputationen nach Kampfhandlungen behandelt wurden. Und die Verletzungen durch Drohnen waren signifikant schwerwiegender als durch alle anderen Waffensysteme. Ich komme jetzt zu den psychischen Folgen im Einsatzland. Die sind nicht so leicht zu erfassen. Oft sind die Gebiete schwer zugänglich. Es gibt kulturelle und sprachliche Barrieren. Unsere diagnostischen Instrumente und auch unsere Diagnosekriterien sind nicht immer passend, müssen angepasst werden. Aber es gibt solche Untersuchungen und die Ergebnisse zeigen, dass psychische Erkrankungen, vor allen Dingen Angsterkrankungen, Depressionen, das Symptom Schlafstörungen und posttraumatische Symptome deutlich zunehmen. Und diese Symptome sind nicht nur bei den Familien oder bei den Menschen, die direkt von Drohnenangriffen betroffen waren, sondern auch von denen, die nur in Anführungszeichen unter der Dauerbeobachtung und Dauerbedrohung lebten. Außerdem fanden sich viele Äußerungen von Wut und Aggression, gerade auch auf die Staaten, die man für die Drohnenangriffe verantwortlich gemacht hat. Sowas könnte auch zu einer Veränderung in den Kampfhandlungen führen. Also eine Übersicht über Drohnenangriffe und Selbstmordattentate in Pakistan fand heraus, dass in den 30 Tagen nach einem Drohnenangriff im Durchschnitt es zu einem zusätzlichen Selbstmordattentat, 20 zusätzlichen Toten und 48 zusätzlichen Verletzten kam. Ich befürchte, dass die zukünftigen Auswirkungen über Generationen hinweg der Drohnenkriegführung sehr schwerwiegend sein werden. Nun komme ich zu den Soldaten und Soldatinnen. Da gibt es deutlich mehr Studien. Erstens, weil sie einfacher durchzuführen sind und dann, weil es auch ein Interesse dran geht. Sie finden meistens im Auftrag des Militärs statt und die haben ein Interesse daran, die psychische Verfassung und die Entwicklung psychischer Krankheiten zu beobachten und gegebenenfalls einzugreifen. Außerdem besteht offensichtlich ein Interesse daran, dem nicht immer so guten Image von Drohnenpilotinnen als Feiglinge oder Joystick-Killer etwas entgegenzusetzen, zum Beispiel den Nachweis, dass ihre Arbeit durchaus sehr belastend ist. Ich habe mal hier die Zahlen von einem Untersuchungsteam, die haben 2014 bei US-Drohnenpersonal 4,3% posttraumatische Belastungsstörung gefunden und jetzt, 5 Jahre später, fast anderthalbmal so viel. Das spricht dafür, dass die Dauer der Arbeit als Drohnenpilot oder Pilotin das Risiko für psychische Störungen erhöht. Es gibt auch so eine Literaturübersicht aus Australien und es gibt Untersuchungen in Israel, die weisen in dieselbe Richtung. Moral Injury, also moralische Verletzung, das ist so ein Begriff, mit dem in den etwa letzten 10 Jahren zunehmend gearbeitet wird.
Und das hat Ähnlichkeit mit der posttraumatischen Belastungsstörung, ist aber nicht dasselbe. Es ist auch weniger assoziiert mit traumatischen Erfahrungen in Kampfhandlungen, als mehr mit dem Überschreiten einer moralisch-ethischen Grenze in den Menschen selber. Die Symptome von posttraumatischer Belastungsstörung und von Moral Injury finden sich bei Drohnenoperatorinnen ähnlich häufig wie bei Soldatinnen in Kampfeinsätzen. Das spricht dafür, dass das Töten im Krieg eben emotionale und soziale Folgen hat, ob es nun aus der Entfernung von 10 Metern oder von 1000 Kilometern geschieht. Und die Militärpsychiatrie und Militärpsychologie bemüht sich jetzt da so Behandlungsempfehlungen und Präventionsempfehlungen zu entwickeln. Ich aber würde sagen, dass die Primärprävention, also die Vermeidung von solchen innerpsychischen Konflikten, der beste Weg wäre. Das beinhaltet auch die Beendigung von Auslandseinsätzen. Jetzt habe ich einige Fragen eben an die Politik. Wie will die Bundeswehr sicherstellen, dass ihre Bilanz bezüglich ziviler Opfer besser sein würde als die anderer Armeen? Und eine Begleitforschung zu den psychischen Folgen bei den Drohnen, beim Drohnenpersonal, die ist angedacht, aber ist auch eine Begleitforschung für die Menschen im Einsatzgebiet geplant? Und wird man messen, ob es tatsächlich zu mehr oder weniger oder anderen gegnerischen Angriffen kommt nach Drohneneinsätzen? Welche Sprengstoffe werden verwendet und was weiß man über die toxischen Überreste in der Umwelt und in der Nahrungskette? Und was sind für Entschädigungen geplant? Mein Fazit ist jedenfalls, für Frieden und Sicherheit muss nicht in bewaffnete Drohnen, sondern in zivile Konfliktbearbeitung investiert werden. Danke fürs Zuhören. Danke, Susanne. Dann kommen wir zu der nächsten Referentin, die ich kurz vorstelle. Das ist Claudia Heidt. Sie ist Soziologin und Religionswissenschaftlerin und Mitglied der Informationsstelle Militarisierung. Außerdem ist sie Mitglied des Parteivorstandes Die Linke und sie beschäftigt sich unter anderem mit der Militarisierung in Europa. Claudia, du hast das Wort. Ja, erstmal herzlichen Dank, dass die Veranstaltung stattfindet. Ich denke, es ist absolut notwendig, dass wir im Zuge dieses angedachten gesellschaftlichen Diskurses nicht nur de facto Werbeveranstaltungen haben, sondern wirklich Veranstaltungen, die sich kritisch mit der Thematik auseinandersetzen und die auch die Frage stellt, was bedeutet es für die Menschen, die involviert sind in diesen Kriegen. Und deswegen will ich nur eine kleine Anmerkung machen zu dem, was wir gerade eben gehört haben. Diese posttraumatischen Belastungsstörungen, die Menschen in den Einsatzgebieten haben. Ich rede jetzt nicht von den Soldaten, sondern ich rede von den Menschen, über denen wochenlang, monatelang, jahrelang, nachts und tagsüber ohne Unterlass Drohnen unterwegs sind, die nie wissen, ob eine Drohne neben ihnen einschlägt oder nicht. Diese posttraumatischen Belastungsstörungen werden nicht besser, wenn in diesen ganzen einer Menge von Einsätzen neben US-amerikanischen und britischen auch deutsche Drohnen unterwegs sind. Weil selbst wenn diese die allerbesten Einsatzregeln auf der Welt hätten, ist es für die Menschen am Boden nicht unterscheidbar, wer über ihnen in der Luft brummt oder nicht. Das heißt, allein für die Menschen, die immer befürchten müssen, Opfer zu werden von Drohnen, trägt Deutschland, sobald wir eigene Killerdrohnen im Umlauf haben, mit dazu bei, die Situation zu erschweren und die Belastungsstörungen zu vergrößern. Jetzt haben wir die Situation einer politischen Debatte in Deutschland, die ich spannend und die ich interessant und auch sehr, sehr wichtig finde. Allerdings Entscheidungen, die jetzt zu einem Zeitpunkt kommen, wo diese Debatte noch längst nicht am Ende ist. Wir haben in der Zwischenzeit von der SPD eine ganze Reihe von Kriterien vorgelegt bekommen. Ich finde es auch gut, Kriterien zu benennen. Ich halte diese Kriterien aber für komplett falsch und es scheint mir, oder es drängt sich zumindest der Eindruck auf, dass diese Kriterien eine Zustimmung innerhalb der Großen Koalition zur Anschaffung von Killerdrohnen wahrscheinlicher und nicht unwahrscheinlicher machen. Viele dieser Bedingungen sind aus meiner Sicht
vielleicht nicht ganz leicht zu erfüllen, aber doch relativ einfach zu erfüllen und sorgen nicht dafür, dass wir rauskommen aus einer Aufrüstungsspirale im Bereich von bewaffneten Drohnen, sondern dass global tiefer in diese Aufrüstung reingeschlittert wird. Ich nehme mal beispielhaft eines der Kriterien, nämlich dass der Einsatz von Drohnen nur dann möglich sein soll, wenn dieser explizit im jeweiligen Bundeswehrmandat vorgesehen ist. Und nun ist es bisher tatsächlich so, dass in Bundeswehrmandaten Fähigkeiten festgelegt werden, aber keine Waffensysteme festgelegt werden. Das wäre so eine Art Mikromanagement, was wirklich neu wäre und was für die Militärs sicherlich nicht ganz leicht zu schlucken wäre. Nichtsdestotrotz braucht man nicht viel Fantasie, um zu wissen, dass dann generell allgemeine Formulierungen gefunden werden, perspektivisch, in denen bewaffnete Drohnen mit inkludiert sind. Ich nehme mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Ich habe als Friedenswissenschaftlerin seit Jahrzehnten in der Zwischenzeit das Handeln des Kommando Spezialkräftes verfolgt. Und es ist nach wie vor schwierig zu wissen, wann sie in Einsätzen sind. Wir haben ja theoretisch eine Parlamentsarmee. Das Parlament muss eigentlich wissen, wie ein Einsatz stattfindet, wo, mit welchen Zielen, mit welchen Mitteln. Trotzdem steht in allen Mandaten drin, dass Unterstützungskräfte eingesetzt werden können. Und das kann eben sowohl Transportlogistik als auch Spezialkräfte sein. Und ich vermute, man wird ähnliche Formulierungen finden, aus denen dann sowohl die Möglichkeit von bewaffneten Drohnen ersichtlich sein wird, als auch eben diverse andere Waffensysteme. Deswegen halte ich dieses wie viele der anderen Kriterien eher für Augenwischerei als für ein hartes Kriterium, was zukünftig wirklich nur restriktive Herangehensweise ermöglicht. Ich glaube aber, und das muss ich grundsätzlich und auch ganz ehrlich sagen, nicht an restriktive Einsätze von Waffen. Waffensysteme, die entwickelt werden, werden früher oder später in allen ihren Möglichkeiten auch eingesetzt werden. Deswegen muss aus meiner Sicht der Fokus dahin gehen, bewaffnete Systeme nicht nur in Deutschland zu verbieten, sondern sie auch generell und international mit internationalen Abkommen zu ächten und sie aus sämtlichen Kriegsfeldern, aus der Entwicklung und dem Bau komplett zu ächten und dafür zu sorgen, Waffensysteme gar nicht zum Einsatz kommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich die Debatte generell für relativ verlogen halte, weil die Entwicklung auch in Deutschland und auch in der Europäischen Union in der Zwischenzeit schon wesentlich weitergegangen ist. Deutschland hat sämtliche Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bewaffnung stattfindet. Bereits bei dem Leasingsvertrag 2018 ist die Option der Bewaffnung mit 50 Millionen gleich mit in Auftrag gegeben worden. Man kann seit wenigen Wochen auf der Seite der Bundeswehr Stellenanzeigen lesen, in denen Drohnenpilotinnen gesucht werden und zu ihrer Aufgabenbeschreibung gehört die Zusammenarbeit mit Waffenoffizieren. Diese Zusammenarbeit mit Waffenoffizieren ist überhaupt nur notwendig, wenn es bewaffnete Drohnen gibt. Das heißt, die Bundeswehr plant offensichtlich auf allen Ebenen ganz konsequent bereits für den Einsatz von bewaffneten Drohnen. Dazu kommt, dass auf europäischer Ebene im Kontext der EU diverse gemeinsame EU-Projekte verfolgt werden, auch von Deutschland mitgestützt werden im Zuge der sogenannten strukturierten Zusammenarbeit, die nicht nur eine gemeinsame Drohne sind, sondern auch teilautonome Systeme, Verbundsysteme und vollautonome Systeme, egal ob zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Und deswegen muss unser Nein zu bewaffneten Drohnen immer auch das Nein zu sämtlichen autonomen, nicht nur vollautonomen, sondern auch teilautonomen Systemen umfassen. Weil ich denke, die Verantwortung darf man Menschen nicht nehmen dafür, was schlussendlich mit diesen Waffen passiert. Und ich glaube, wir müssen sehr wachsam sein, die Debatte weiterverfolgen. Und ich hoffe trotzdem, es gelingt uns, genügend Druck zu entfalten, dass jetzt im Bundestag noch kein Ja passiert zu bewaffneten Drohnen. Und nochmal danke für die Veranstaltung. Danke, Claudia Heidt. Alle halten sich sehr an ihre Zeiten. Dafür vielen Dank. Der nächste Referent ist Hans-Jörg Kriowski. Er ist Leiter der Forschungsgruppe Theoretische Informatik an der Universität Bremen und hat 1984 das FIF mitbegründet. Das ist das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung. Und seitdem hat er sich in verschiedenen Positionen stark im FIF engagiert. Bitte, Herr Kriowski, Sie haben das Wort.
Ja, vielen Dank für die Einleitung. Eine kleine Ergänzung. Ich bin inzwischen im Ruhestand, aber das ändert nicht viel. Ja, ich möchte für das FIF sprechen, das sich seit der Gründung 1984 neben anderen Themen immer auch ganz intensiv um die unheilvolle Verflechtung zwischen Informatik und Rüstung gekümmert hat. Und da sind bewaffnete Drohnen ein Musterbeispiel für, denn solche Drohnen würde es ohne Informatikbeiträge nicht geben. Die fliegen computergesteuert und programmgesteuert und vor allem suchen sie die Ziele, die bekämpft werden sollen mit diesen Drohnen, auch computer- und programmgesteuert aus. Wobei es eben nicht bloß darum geht, die Gegend zu fotografieren und die Fotos zu übermitteln an die Bodenstation, sondern wobei dann auch die Ziele vorbereitet und aufbereitet werden, sodass die dann die Waffen einsetzen, im Grunde genommen schon vorfestgelegt sind und sich gegen das, was die Drohne empfiehlt, dann wehren müssen, wenn sie das nicht machen wollen. Wir haben von den Beiträgen gerade schon gehört, dass es sich um ein sehr perfides Waffensystem handelt. Also die Einsätze der USA und wahrscheinlich dann sogar auch viele andere sind in vielfältiger Hinsicht kriegsvölkerrechtlich verboten und widrig. Und die Bundesregierung sagt, für ihre bewaffneten Drohnen will sie nicht das Kriegsvölkerrecht brechen. Aber das ist doch wohl selbstverständlich. Man kann doch wohl als Regierung nicht sagen, wir wollen das Kriegsvölkerrecht brechen. Was sie wollen und was sie vorbringen, ist Schutz der Soldatinnen und Soldaten in Feldlagern. Und da ist aber aus meiner Sicht ein ziemlich vorgeschobenes Argument, denn mit ein, zwei Drohnen pro Feldlager, wenn da 10, 20 Personen angreifen oder 5, 6 Raketen auf das Lager gerichtet werden, wie soll man da mit dieser ein, zwei Drohnen das bekämpfen? Und dann ist die große Frage, wenn der Schutz der Soldaten nötig ist, was ist denn jetzt? Sind die noch ungeschützt? Das kommt mir doch sehr komisch vor. Ich möchte vielleicht einen Satz noch oder einen Aspekt noch dazu bringen. Was die Drohnen heutzutage noch nicht machen, ist den Waffeneinsatz selber programmgesteuert zu entscheiden. Daran arbeiten aber die USA ganz intensiv und erklärtermaßen. Und das ist auch ziemlich sicher, China und Russland und andere kümmern sich auch um die Autonomisierung dieser Waffen. Die Bundesregierung schließt das im Koalitionsvertrag aus. Da steht, glaube ich, sogar drin, sie wollen das nie machen. Da frage ich mich, warum sie dann nicht in den UN-Verhandlungen für den Verbot dieser Waffen eintreten, wenn sie selber die gar nicht benutzen wollen. Und vor allem aber, das ist das eigentliche Hauptargument gegen Autonomie, autonome Systeme, das sind ja programmgesteuerte Systeme, die den Waffeneinsatz entscheiden müssen. Diese Entscheidungen müssen aber mit dem Kriegsvölkerrecht vereinbar sein. Und das heißt, diese Waffen müssen Freund und Feind unterscheiden können. Die müssen Zivilpersonen von kämpfenden Soldatinnen und Soldaten unterscheiden können. Die müssen unterscheiden oder wissen können, dass wenn da irgendwelche kämpfenden Soldaten sind, ob dann auch Zivilpersonen in der Umgebung gefährdet sind. Und ich bin ziemlich sicher als Informatiker, das alles lässt sich nicht Kriegsvölker, also völkerrechtlich korrekt programmieren, weil Recht lässt sich überhaupt gar nicht programmieren. Also von daher würde ich aus Sicht des FIF sagen, diese autonomen Drohnen müssen auf jeden Fall verboten werden. Die halbautonomen sind nicht viel besser. Das sollte auch verboten werden. Und die Bundesregierung sollte auf die Bewaffnung dieser jetzt hier geleasten 5 Drohnen, die ja unglaublich viel Geld verschlungen haben,
verzichten. Danke. Vielen Dank. Auch das war sehr auf dem Punkt, was die Zeit angeht. Ich komme jetzt zur nächsten Referentin. Das ist die Elsa Rasbach. Sie ist in den USA geboren und aufgewachsen und arbeitete 20 Jahre lang als Produzentin und Autorin für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in den USA. Seit den 90ern ist sie unabhängige Filmemacherin und Journalistin. Elsa Rasbach ist aktiv in der US-amerikanischen Friedensorganisation Code Pink und in der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerin. Sie ist außerdem eine der Mitbegründerinnen der deutschen Drohnenkampagne. Elsa, du hast das Wort. Willst du den PowerPoint führen oder soll ich das auf meinem Computer? Das ist, was ich nicht ganz verstehe. Ich habe dir diese Bilder gegeben. Eskel macht es. Okay, gut. Dann folge ich einfach was hier. Dann, was soll ich ein Zeichen geben, wenn ich zum nächsten gehen wollen? Oder was mache ich? Sag einfach next. Okay, ich sage next. Warte, bis ich das sage. Also mein Thema ist hauptsächlich die Frage Schutz der Soldaten. Ob sind die bewaffneten Drohnen dazu notwendig oder überhaupt nützlich in der jetzigen Lage? Wenn man guckt zurück bis de Maizière und seinen ersten Versuch, die Drohnen zu bewaffnen für die Bundeswehr und durch auch Verteidigungsministerin Ursula von Leyen und Kramp-Karrenbauer und auch neulich zu meiner Enttäuschung Frau Gabriele Heinrich, die stellvertretende Vorsitzende der SPD, sagen ist, dass diese Bewaffnung jetzt dringend in diesem Jahr notwendig ist zum Schutz der Soldaten. Ich sehe keinen Grund dafür, wie ich das zeigen wird, und ich finde, dass es gibt andere Gründe, warum man sie jetzt bewaffnen möchte in diesem Jahr. Next. Gut. Also man sieht, dass in Afghanistan nach iCasualties, eine sehr renommierte also NGO, die also gestorbene Soldaten und so weiter zählt in verschiedenen Einsatzgebieten, dass seit 2014 ist keine Bundeswehrsoldaten in Afghanistan gefallen sind, seitdem die Soldaten in der Mission Resolute Support sind, was eine Ausbildungs- und Stabilisierungsmission ist. Next. Und hier ist nur erstmal die Deckseite, eine kleine Anfrage von der Fraktion der Linken von Februar 2019, wo sie gefragt haben beim Bundesverteidigungsministerium, wie viele gestorben sind durch Feindeingriff und so weiter. In den Kriegen. Und jetzt gehen wir zur nächsten Seite, was gefunden worden ist. Next. Na, man sieht hier, dass in den letzten Jahren, die sie hatten in diesem Studie, zwei sind getötet in Mali durch einen Unfall, aber da war keine Feindeinwirkung anwesend. Also so ist berichtet worden in Tagesspiegel und Tagesschau und so weiter. Ansonsten gab es seit 2014 keine Tötungen, auch nicht in Mali, durch Feindeingriff. Also das heißt, seit 2014 bis heute sind keine gestorben bei diesen Einsätzen. Warum die dringend notwendige Schutz brauchen, ist nicht klar. Wenn man guckt aber oben rechts, dann sieht man unter ISAF, unter diesem Einsatz, dass es sehr wohl durch gegnerische Einwirkungen interessanterweise auch durch Selbstmordattentaten. Gehen wir jetzt zur nächsten Seite. Und man sieht auch für die früheren Jahre, dass die gegnerische Einwirkung, aber zuletzt 2011 begann diese Selbstmordattentaten. Also man kann sagen, dass eine bewaffnete Drohne nicht gegen Selbstmordattentaten schützt, sondern eher, glaube ich, motiviert, dass solche Attentate verübt werden. Und das werde ich später ein bisschen erklären. Nächste.
Also im Augenblick ist die Bundeswehr in seiner Mission in Afghanistan. Es ist kein Kampfeinsatz. NATO-Soldaten nehmen an keinen Kampfhandlungen der afghanischen Sicherheitskräfte teil und so weiter. Dasselbe next. In etwa dasselbe geht für Mali. Das ist eine Stabilisierungsmission, angeblich keine Kriegsmission. Also einige könnte das vielleicht bestreiten, aber die Tatsache ist, offensichtlich sehen auch die Einheimische, die Bevölkerung das ziemlich so. Sonst würden die vielleicht anfangen mit den Selbstmordattentaten auch gegen die Bundeswehrsoldaten bei diesen Missionen. Next. Jetzt habe ich versucht, vergessen, was zu erklären, aber das macht nichts, da kann man bei diesem Bild bleiben. Soweit ich verstehe, und das habe ich neulich auch heute von der SPD als Verteidigungsministerium, also Entschuldigung, Verteidigungsausschuss, eigentlich Karl-Heinz Brunner hat mir freundlicherweise gesagt, dass die... Was hast du? Oh. Dass die bewaffneten Drohnen nicht vorgesehen sind für diese zwei Missionen. Hallo? Ist ein Problem? Hallo? Du kannst weitermachen. Okay. Mir war nur jemand nicht gemutet. Okay, gut. Ich wollte sagen, dass diese Bewaffnung, die jetzt angeblich dringend benötigt wird, erstens werden diese Drohnen erst einsatzfähig sein bei den nächsten Regierungen, also nach den nächsten Wahlen. Frühestens in ein oder zwei Jahren, vielleicht auch später. Diese bewaffneten Drohnen sind gedacht, falls die Bundeswehr robustere Einsätze haben möchte. Es wird dann insofern eher eine Gefährdung von Soldaten, weil ein falscher Schutz angeblich angeboten wird, damit die Bevölkerung und die Soldaten alle akzeptieren, in viel gefährlichere Kriegseinsätze zu gehen. Also das ist auch die Theorie erste Satz von unserer Drohnenkampagne Appell, senkt die Hemmschwelle zum Krieg. Und man sieht es hier, dass der Grund, warum die diese Drohnen haben wollen, ist für die zukünftige weitere militärische Einsätze der Bundeswehr, die noch kein Bundestagsmandat haben. Und wir wissen nicht, was die nächste Regierung sein kann. Es könnte sein, dass es eine relativ rechte Regierung ist. Das weiß man noch nicht. Es könnte auch eine rot-rot-grüne. Aber wir werden sehen, was dann die parlamentarische Mehrheiten in der Regierung beschließen, was für Einsätze. Und ich würde auch sagen, dass dann die Einsatzregeln, worüber man das alles abhängig macht, ob man die bewaffneten Drohnen nimmt, dass diese Einsatzregeln auch unter zukünftige Mehrheiten im Bundestag in eine neue Regierung geändert werden können und bieten wenig Schutz für die Zukunft. Jetzt zeigte ich hier das ist der General McChrystal. Der war Oberkommander in Afghanistan bis 2010, davor in Irak. Ich zeige Ihnen nur, dass man einen Eindruck von dem Mann hat. Also nächste, bitte. General Crystal, nach Stanley McChrystal, nach seiner Erfahrung, nachdem er in Ruhestand war und bei Interviews zu seinem Memoir geschrieben, dass die Drohnen im Grunde gefährlich sind für die Soldaten wegen der Verbitterung, die durch unbemannte amerikanische Angriffe entsteht, ist viel größer, als der durchschnittliche Amerikaner begreift. Man hasst sie tief im Inneren, selbst Leute, die nie einen erlebt haben. Aber man muss bedenken, dass die Drohnen sowohl von Israel wie auch von den USA als eine terroristische Waffe gegen den Terrorismus entwickelt wurde. Aber eine Waffe, wo die angeblichen Terroristen ihr Leben einsetzen mussten und die besser betüteten Soldaten kein Lebensrisiko hatten. Aber es ist im selben Prinzip im Grunde genommen und wie gesagt, wenn man gefährdet ist durch Selbstmordattentate,
geht man dann zum Selbstschutz natürlich rüber, Verdächtige umzubringen, die ich eigentlich aus völkerrechtswidrig, ich glaube, das ist völkerrechtswidrig, präventiv morden. Und das ist das Problem mit dieser Waffe. Und das ist, warum, wenn Deutschland diese Waffe nimmt und plötzlich rumfliegt mit bewaffneten Drohnen, ich behaupte, dass wieder sehr wahrscheinlich ist, dass Selbstmordattentate und andere Angriffe gegen die Bundeswehrsoldaten kommen, die jetzt nicht da sind, weil die Bevölkerung kann nicht unterscheiden, oh, die Amerikaner, die sind ganz böse mit ihren Drohnen, aber die Deutschen haben gute Einsatzregeln, oder die Israelis sind ganz böse, aber die Deutschen sind gut. Das wird nicht passieren. Die Tatsache, dass man die Waffe nimmt, gefährdet die Bundeswehrsoldaten in ihrem jetzigen Einsatz. Okay, next. Und hier ist ein paar andere Gründe, warum es gefährdet die Soldaten. Ist es das, die Waffe selber ist nicht so akkurat. Es wird sehr oft vom Verteidigungsministerium gesagt, dass die israelische Waffe besser ist, weil kleinere Sprengstoff, man kann auch die Rakete ein bisschen umlenken, wenn man sieht, oh, man zielt doch auf ein Kind, war nicht ein Hund und so weiter. Aber eigentlich ein großes Problem mit sowohl die US-amerikanische wie auch die Heron-TP-Drohnen zum jetzigen Zeitpunkt ist die Zielerkennung durch Video. Und es macht keinen Unterschied, ob der vermeintliche Täter 3 Kilometer über den Berg ist oder 3000 Miles weg ist. Man sieht durch Video. Und das ist nicht sehr erkennbar. Hier ist dann ein Beispiel, das ist von Israel während des Gazakriegs, dass die guckten angeblich, um auszuschalten, dass sie Zivilisten umgebracht hatten 2014. Aber es gibt, nächste Slide, einen ganz bekannten Fall, das ist enthüllt durch Intercept in 2018. Und das habe ich jetzt leider nicht auf Deutsch, aber ein Offizier involviert in den Streiks, wo diese 4 Kinder, also Jungen umgebracht werden, sagte, dass es ursprünglich als ein großer Erfolg war, weil die dachten, dass sie 4 Hamas-Militanten getötet hätten und nur erst später das gesehen haben, obwohl Journalisten in der Nähe von den Hotels und so nah an dem Strand, wo die Kinder getötet wurden, könnten das von ihrem Fenster so fotografieren und sehen. Also diese Waffe ist nicht akkurat, und wenn die Bundeswehr die einsetzt, dann wird bestimmt auch mit allen Vorsicht Fehler entstehen, die noch mehr die Bevölkerung aufbringen wird. Nächste. Und dann gibt es natürlich die Frage, dass das sieht man auch in National Bird, das empfehle ich, dass ihr alle das seht. Das ist jetzt zugänglich per Streaming für ein paar Euro. Und da sind US-Zeugen, Drohnenpiloten, die nicht für CIA, sondern für den parlamentarische Armee der USA in Afghanistan tätig waren. Es war nur in Afghanistan. Und da sieht man, das ist eine Aussage von einer der Zeugen, Heather. Die erzählt, genau wie Brandon Bryant, dass es immer unterschiedliche Meinungen gibt, was man eigentlich sieht. Sieht man beim Fall Bryant, meinte, er sieht ein Kind. Jemand hat ihm gesagt im Kommando, nein, es ist ein Hund. Später meinte er, es ist ein Kind. Das ist, warum er ausgestiegen und Whistleblower wurde, einer der Hauptgründe. Und bei dieser Heather, die dann posttraumatisches Stresssyndrom entwickelt hat, was erstmalig für einen Drohnenpilot auch anerkannt wurde, durch das Pentagon. Es war auch solche Fälle, wo sie sollte die Soldaten, die Zivilisten schützen und hat eine Frau und Kind berichtet, bitte nicht schießen. Ein anderer hat gesagt, ja, muss man schießen. Also solche Fehler passieren. Next, ganz zu Ende. Also eine Zusammenstellung hier, mein letztes Bild sozusagen. Die Gründe, also ich habe dargestellt, dass gegenwärtig, und ich finde es eigentlich erstaunlich übrigens, wie weit verbreitet es ist, die Idee Schutz der Soldaten. Dass zum Beispiel, wenn ich Freunde frage, wie viele meinst du sind gestorben durch Feinde in Afghanistan und Mali? Niemand sagt, keine. Wir kriegen immer wieder Briefe aus dem Bundestag und Bundesgardeabgeordnete mit gut ausgebildeten Mitarbeitern und so.
die schreiben immer, wir brauchen es für schützende Soldaten. Okay, in der Zukunft, falls Deutschland robustere, gefährlichere militärische Einsätze plant, ich finde, wir sollen alle dagegen sein. Also es hat keinen Sinn. Also einerseits gibt es Hass gegen Kampfdrohnen und Drohnenoperator, die gefährden, unvermeidliche Fehler, wodurch Unbeteiligte getötet werden können, die auch sowohl die Drohnenpiloten, die verüben, wie auch die Bevölkerung schaden auf verschiedene Weise. Moralischen Schaden, man kann nicht sagen, dass durch einen moralischen Schaden, man hat jemanden umgebracht, durch Psychotherapie wird das heil gemacht. Nein, man kann vielleicht besser mit umgehen, aber es ist ein lebenslänglicher Schaden, wenn sowas passiert. Das kann man nicht wegmachen. Eine Versuchung, die Bundeswehr Einsätze in aggressiveren Kriegen auszudehnen, indem man sagt, magische Kampfdrohnen wird uns alle schützen. Und Änderung der vereinbarten Einsatzregel, das habe ich schon gesagt, durch spätere Bundesregierungen und auch Bundestagsmehrheiten. Und dann die erheblichen Kosten. Die Kosten sind noch geheim. Kosten von der Waffe sind geheim. Niemand scheint zu wissen, wie viel es alles ist. Mit weiterem Training, mit Wartung, mit auch zusätzliche psychologische, aber auch überhaupt die Munition. Aber ich frage mich, warum man in einem Covid-Pandemie-Jahr mit so vielen sozialen Bedürfnissen, wie kann man, besonders die SPD, wenn ich sagen darf, es rechtfertigen, für sowas zu stimmen, wo sie dann sowieso im Grunde die Kontrolle darüber verlieren, was diese Einsatzregeln letztendlich sein werden. Wie hilft das die SPD? Warum ist das notwendig? Und ich finde, dass die SPD bei seiner, sagen wir, bei dem Abstand, wo die sagen, es gibt noch Fragen, ich finde, es gibt noch erhebliche Fragen. Die Idee, dass diese Veranstaltung im BMVG im Mai eine richtige gesellschaftliche Debatte stimmt, überhaupt nicht. Die meisten, die nicht sehr viel Friedensaktivisten, würden gar nicht bei einer BMVG-Veranstaltung teilnehmen. Andere können nicht Twitter, können nicht dies und jenes. Nein, das war keine gesellschaftliche Debatte im Publikum in ganz Deutschland, was versprochen wurde, auch durch die SPD. Danke. Danke, Elsa. Dann kommen wir jetzt zum letzten Referenten aus der Zivilgesellschaft, bevor wir den Herrn Brunner die Möglichkeit geben, darauf zu reagieren. Das ist der Andreas Schüller. Er arbeitet seit 2009 beim European Center for Constitutional and Human Rights und leitet den Programmbereich Völkerstraftaten und rechtliche Verantwortung. Er hat Rechtswissenschaften in Trier und Orléans studiert, hält einen Abschluss der Universität Leiden im Völkerrecht mit Spezialisierung im Völkerstrafrecht und ist in Berlin als Rechtsanwalt zugelassen. Einer von Schillers Schwerpunkten ist unter anderem der Drohnenkrieg der USA. Bitte, Herr Schiller. Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank für die Veranstaltung und auch für die Einladung und auch für die guten Beiträge schon meiner Vorrednerinnen, an die ich ganz gut auch anknüpfen kann. Zum einen sehe ich das genauso, dass es nicht um die Frage des Schutzes der eigenen Soldaten geht, in der Entscheidung, eine Bewaffnung für die Drohnen anzuschaffen, sondern durch die Drohnen geht man in eine Entwicklung rein oder würde man in eine Entwicklung reingehen, vor allem auch aus einer völkerrechtlichen Perspektive, die sehr bedenkenswert ist und zu der ich ein paar Sätze jetzt anhand von einzelnen ausgewählten Beispielen auch sagen möchte. Zum einen ist auch klar, dass die Drohnen Luftangriffe vereinfachen, sprich es ist auch keine gewagte Prognose zu sagen, dass mit der Verfügbarkeit von bewaffneten Drohnen potenziell die Luftangriffe auch zunehmen würden und zum anderen, dass man gegenüber Verbündeten, wie zum Beispiel Frankreich, das in der Sahelzone schon bewaffnete Drohnen einsetzt, natürlich auch nur schwerer argumentieren kann, dass man diese Waffen zwar hat, aber dann in einem gemeinsamen Einsatz dann doch nicht einsetzen kann, weil der weniger robust sein soll. Also man gerät natürlich auch mehr unter Druck und letztlich denke ich, dass irgendwann, wenn diese Waffen angeschafft werden, sie auch benutzt werden sollen und der Bundestag letztlich dann auch entsprechend Einsätze
gewähren soll oder zustimmen soll, wo auch bewaffnete Drohnen potenziell zum Einsatz kommen werden. Zu dem völkerrechtlichen Teil, denke ich, ist insgesamt zu sagen, es gibt seit einigen Jahren eine Entwicklung hin, dass die regelbasierte globale Ordnung, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg haben, immer mehr unter Druck gerät, das Völkerrecht gerät immer mehr unter Druck, vom Kosovo-Einsatz über den Irakkrieg bis jetzt zu den Drohneneinsätzen, aber auch durch Russland, Türkei und andere Staaten wird es immer wieder aufgeweicht und es werden immer wieder neue Interpretationen des Völkerrechts von Regierungen ins Feld geführt, die Drohneneinsätze zum Beispiel, aber auch andere Einsätze rechtfertigen sollen. Und im Endeffekt geht diese regelbasierte globale Ordnung damit auch ein Stück zugrunde. Und das ist auch eine Entwicklung, die bewaffnete Drohnen befeuern. Und deshalb müssen sich alle, die auch darüber abstimmen, bewusst sein, dass sie im Endeffekt in eine Entwicklung reingehen und die unterstützen mit der Anschaffung von bewaffneten Drohnen, die das Rechtssystem weiter beschädigt, gerade in den internationalen Beziehungen. Und die Begrenzungsfunktion des Rechts, gerade in der Anwendung militärischer Gewalt, ist gut herausgebildet worden, aber steht halt entsprechend auch unter Druck. Und gerade jetzt in dem Kontext, in dem Drohnen vorrangig eingesetzt werden, nämlich in der Terrorismusbekämpfung international, selbst wenn es Bundeswehreinsätze sind, sind die ja auch im Afghanistan-Kontext, aber auch im Mali-Kontext, finden die ja in Gebieten statt, wo es, ich sag mal, nicht um die klassische Kriegsführung geht, sondern es auch um eine Kriegsführung gegen terroristische Gruppen geht. Und gerade an der Stelle wird das Recht dann auch sehr schwammig und die Drohneneinsätze finden im Endeffekt in einem Kontext statt, der unklar ist oder wo das Recht von Staaten weit ausgelegt wird und häufig Gerichte kaum Zugriff haben auf die Fälle, wo es schwierig ist, diese Fälle auch überhaupt vor Gericht zu bringen, um auch von der Judikative eine Meinung zu bekommen und nicht nur von den Staaten, wie sie das Recht auslegen, sondern halt auch durch Gerichte. Und das findet halt zu wenig statt, weshalb die Staaten da im Moment noch relativ frei agieren und unwidersprochen das Recht neu auslegen und es sehr schwer ist, dem Einhalt zu gebieten. Zumal es sich dabei um sehr starke Staaten handelt, wie natürlich die USA oder auch Großbritannien, die da bestimmte Interpretationen vorrangig ins Feld führen. Zu den Beispielen, ein konkretes Beispiel, das Verbot von extralegalen Tötungen, das wird ja auch im Koalitionsvertrag nochmal bekräftigt. Das ist ja grundsätzlich auch erstmal gut so, dass extralegale Tötungen verboten sind. Das Problem liegt nur darin, wenn man sich anschaut, was unter extralegalen Tötungen verstanden wird, gibt es dann doch sehr unterschiedliche Auffassungen. Und man kann das an einem konkreten Fall mit Deutschlandbezug auch durchsprechen, der Tötung von dem deutschen Staatsbürger Benjamin E. 2010 in Pakistan durch eine US-Drohne. Wir haben das im ECCHR, wo ich arbeite, als eine extralegale Tötung eingestuft, weil wir das so bewertet haben, dass dies außerhalb eines bewaffneten Konflikts stattgefunden hat in Pakistan in der Zeit, dass es im Terrorismusbekämpfungskontext stattgefunden hat und dass Benjamin E. auch kein legitimes Ziel gewesen ist in diesem Kontext, selbst wenn man annehmen würde, dass es um bewaffneten Konflikt geht. Der Generalbundesanwalt auf der anderen Seite hat den Fall auch geprüft, kam zum Ergebnis, es war keine extralegale Tötung, es war alles in Ordnung so, weil es gab einen bewaffneten Konflikt in dem Gebiet zu der Zeit und dass Benjamin E. auch ein legitimes Ziel gewesen wäre aufgrund seiner Nähe oder des Verdachts an Teil einer terroristischen Gruppierung zu sein. Und allein an dem Fall sieht man schon, dass es da extrem unterschiedliche Auffassungen gibt, was denn jetzt eine extralegale Tötung ist oder nicht. Ein Gericht hat über den Fall nie entschieden. Es war nur die Generalbundesanwaltschaft, Staatsanwaltschaft und auch deren Urteil ist im Endeffekt
oder deren Entscheidung ist nie von einem Gericht überprüft worden und steht jetzt so im Raum. Aber das ist zum Beispiel ein Beispiel und es gibt zig andere, um das zu demonstrieren, dass allein das Verbot von extralegalen Tötungen im Drohnenkontext noch überhaupt nichts aussagt, weil das Verständnis zwischen Staaten, der Exekutive, dem Militär und den Streitkräften und die das anwenden, eine ganz andere ist als von UN-Sonderberichterstatterinnen und auch von Völkerrechtlern und anderen Experten. Anderes Beispiel, es wurde auch schon angesprochen hier, dass der Weg in die Automatisierung von Waffen immer weitergeht. Auch jetzt schon die bestimmte Algorithmen und elektronische Systeme und IT-Systeme in der Zielauswahl eine Rolle spielen. Und gerade die Zielauswahl ist einer der großen Schwachpunkte in dem Einsatz von bewaffneten Drohnen, weil häufig die Drohnenpilotinnen dann doch nicht wissen, wen sie genau angreifen, sondern nur basierend auf bestimmten Faktoren diese Entscheidungen treffen. Und das im Endeffekt dazu führt, dass das kriegsvölkerrechtliche Unterscheidungsgebot nicht beachtet wird. Dazu müssten viel genauere Informationen vorliegen. Und wenn vieles durch Maschinen vorher ausgesiebt wird, dann haben Piloten und diejenigen, die die Entscheidung treffen, dann auch ein Problem, wie schon angesprochen, sozusagen sich dagegen zu stellen, was ihnen da schon bis zum bestimmten Level vorgesetzt wird. Und auch wieder die Anschaffung hier von der Bewaffnung von Drohnen fördert auch diese Entwicklung in diese Richtung, auch wenn es selbst noch keine automatisierten Waffen sind, aber die Richtung, in die sich das alles bewegt, wäre klar. Und auch hier denken wir, dass es nach wie vor einen Stopp geben muss, um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten. Kurzes letztes Beispiel, wo das operative Hauptquartier ist, zum Beispiel auch wieder, ob das im Einsatzland ist und oder ob das woanders ist. Gerade bei Drohneneinsätzen sehen wir ja, dass die häufig auch über Grenzen erfolgen, dass teilweise auch keine Truppen vor Ort sind, keine Bodenpräsenz es gibt, was dann auch wieder auf die Qualität der Aufklärung und der Zielgenauigkeit der Einsätze zurückzuführen ist. Deshalb auch hier reicht es nicht aus, dass das Hauptquartier vielleicht im Einsatzland ist und die Drohnen dann im Nachbarland eingesetzt werden, wo dann die Aufklärung am Boden wieder schlecht ist. Also auch an der Stelle muss es wieder deutlich, also ist ein deutliches Zeichen hin in der Entwicklung, die dem Unterscheidungsgebot im humanitären Völkerrecht nicht gerecht wird. Vielen Dank erstmal bis hier. Ja, vielen Dank, Herr Schüller. Ich gebe jetzt gleich weiter an den Herrn Brunner. Der sitzt wahrscheinlich schon etwas auf heißen Kohlen, weil er weg muss. Er ist seit 2013 Mitglied des Bundestages. Er ist Mitglied im Verteidigungsausschuss und Obmann im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Mitarbeiter. Sie haben das Wort, Herr Brunner. Ja, meine Damen und Herren, ich habe leider nur kurz noch Zeit, weil ich ja Deadline 18 Uhr habe. Bin im Übrigen auch Mitglied des Rechtsausschusses und dort Berichterstatter fürs Völkerrecht. Ich möchte diese Diskussion, die wir heute dort führen, ein bisschen mehr auf die Sachebene wieder zurückführen. Auf die Sachebene deshalb zurückführen, weil ich persönlich verantwortungsvolle Politik dahingehend sehe, alle Informationen einzuholen, Informationen zu werten und am Ende des Informations- und Wertungsprozesses zu einer sachgerechten Entscheidung zu kommen. Am Anfang eines Prozesses zu sagen, ganz egal wie der Prozess läuft, am Ende werde ich sowieso nicht zustimmen, halte ich nicht für den richtigen Weg. Unser Koalitionspartner ist diesen Weg gegangen, indem er gesagt hat, genauso wie die FDP, wir wollen bewaffnete Drohnen und wollen diesen Weg nicht gehen. Oppositionsparteien sind einen anderen Weg gegangen, sie haben gesagt, wir können die Debatte führen, aber wir werden sowieso keinen Drohnen zustimmen. Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten haben uns, und wer mich kennt, weiß, dass ich ein ausgesprochener Skeptiker von Drohnen bin, dem steinigen Weg gegangen und haben gesagt, wir wollen erstens im Koalitionsvertrag festlegen, was unsere Ziele sind. Zweitens in einer breit angelegten öffentlichen Debatte auch darüber debattieren mit unseren Bürgerinnen und Bürgern, aber auch mit Fachleuten, welche Problematik beim Einsatz von Drohnen, von bewaffneten Drohnen kommen kann und für welche Fälle, für welche Einsatzszenarien sowas benötigt wird.
Ich stelle persönlich fest, dass wir bei robusten Einsätzen, und da können Sie alle miteinander auch in sich gehen, nie eine Frage stellen darüber, ob Mörser eingesetzt werden, welcher Raketenbeschuss, ob Bomben eingesetzt werden, welches Waffensysteme eingesetzt werden, obwohl wir wissen, dass ein Mörserangriff unter Umständen noch viel mehr verheerendere Folgen in der Zerstörung hat als andere Waffensysteme. Denn letztendlich ist es nicht die Waffe, sondern letztendlich ist es die Munition, die die entsprechenden Schäden herbeiführt. Deshalb haben wir gesagt, wir werden diese Debatte führen und wir wollen eins nicht, ganz ausdrücklich nicht. Wir wollen nicht einen Einsatz von bewaffneten Drohnen oder Drohnen schlechthin, wie sie die Vereinigten Staaten von Amerika, wie sie Israel oder UK nutzen. Das wollen wir nicht. Und ich stelle immer wieder fest, dass es heißt, wir stehen kurz vor der Debatte im Bundestag. Wir sind jetzt in einer Etappe. Wir hatten das Erste, dass wir das Bundesministerium der Verteidigung und die Regierung aufgefordert haben, eine Debatte zu führen. Zwei Online-Meetings haben stattgefunden, bei denen sich Hunderte von Menschen beteiligt haben. Also es waren nicht so sehr wenig, die sich aus der Gesellschaft daran beteiligt haben. Auch einige, die heute an dieser Debatte mit teilnehmen, haben sich an dieser Debatte mit beteiligt. Auf unsere Forderungen, auf unseren Wunsch der Sozialdemokraten hat nunmehr das Bundesministerium der Verteidigung es muss der 7. Juli gewesen sein, ein erstes Konzept von Einsatzgrundsätzen vorgelegt. Im Oktober findet eine öffentliche Anhörung statt von Sachverständigen, die sich ebenfalls aus völkerrechtlicher, aus ethischer und unterschiedlicher Sicht sich mit dieser Frage beschäftigen. Was haben wir verlangt? Was ist die Grundlage überhaupt dafür, um ethische Einsätze rechtfertigen zu können? Wir haben erstens gesagt, wir wollen eine ganz klare Regelung für unsere Parlamentsarmee, die wir sind, für das Verbot von extralegalen Tötungen. Nicht im Koalitionsvertrag festgeschrieben, sondern mit einer festen Entscheidung auch des Deutschen Bundestags und eine ausdrückliche Distanzierung der Praxis von anderen Ländern. Wir wollen ebenfalls ein explizites Verbot von letalen autonomen Waffensystemen, also den in der Diskussion immer wieder angesprochenen Killerdrohnen, die aufgrund von Algorithmen und entsprechenden technischen Einwirkungsmöglichkeiten selbst entscheiden, wer ein Ziel, wer ein Gegner und welcher Beschuss angeordnet wird. Und wir verlangen ein verbindliches öffentliches Einsatzkonzept, das ein Höchstmaß an Transparenz bietet, und dass das Parlament eingezogen wird, wenn diese Regeln geändert werden. Denn zu Recht, alle 4 Jahre, und das ist gut so in einer Demokratie, werden neue Regierungen gewählt. Aber wenn diese Regierungen ihre Einsatzgrundsätze ändern wollen, sind wir der Auffassung, muss es die Aufgabe des Parlaments sein, diese ethischen Grundsätze, diese Einsatzgrundsätze dann auch zu entscheiden. Wie die Mehrheitsverhältnisse in einem Bundestag sind, das haben die Wählerinnen und Wähler zu entscheiden. Wir haben dafür zu sorgen, dass möglichst hohe Transparenz und vor allen Dingen die Verbindung zu den Bürgerinnen und Bürgern ist. Und wir wollen Drohnen, wenn dann überhaupt, nur wenn deren Mandat explizit in einem Bundeswehrmandat vorgesehen ist. Unsere derzeitigen Mandate sehen es nicht vor, damit sind dort keine Drohneneinsätze möglich. Wir können das also nur für die Zukunft regeln. Und wir wollen haben, dass das operative Hauptquartier mit Kontroll- und Steuereinheit, wenn es überhaupt dazu kommen sollte, im Einsatzland steht. Also keine Entgrenzung von Drohnenpiloten zu dem entsprechenden Ziel. Und um was es uns ganz, ganz wichtig ist, dass Drohnen nur eingesetzt werden dürfen, wenn sie zur Abwehr einer konkreten Gefahr, einer konkreten Gefahrenzone ist. Also Kriegsführung mit Drohnen ist für uns nicht vorstellbar. Wenn alle unsere Forderungen, es sind im Übrigen noch einige mehr, aber die Zeit lässt es leider nicht zu, wenn alle diese Forderungen erfüllt sind, dann werden wir abwägen, dann werden wir in der Fraktion im Deutschen Bundestag eine Debatte führen und eine Entscheidung führen. Und ich glaube, dass wir eine gute, abgewogene Entscheidung treffen können. Sie werden mit Ihrer heutigen Diskussion ein wesentlicher Teil davon sein in diesem Abwägungsprozess. In dem Sinne darf ich mich mal herzlich bedanken. Wünsche Ihnen weiterhin einen schönen Abend, gute Diskussion. Der Kollegin Keul viel Glück. Ich werde sie zwar nicht vertreten, aber sagen, dass sie im Unterausschuss nicht kommen kann, weil sie bei Ihnen jetzt in dem Chat sich befindet. Und uns viel Glück in der Entscheidung für gute, sichere Sicherheitspolitik, in der wir ordentlich auf dieser Welt leben können und ethische Grundsätze wahren. Vielen herzlichen Dank. Einen schönen Abend. Vielen Dank, Herr Brunner, dass Sie noch so kurz vor knapp noch gesprochen haben. Und jetzt müssen Sie weg. Wir verabschieden Sie. Einen schönen Abend.
Und jetzt hat mich die Frau Keul auch gebeten, dass sie als nächstes sprechen kann, weil sie ebenfalls zu dieser Ausschusssitzung muss. Und deswegen würde ich jetzt gleich sie als erstes vorziehen, dann den Herrn Hunke und dann starten wir in die Debatte und dann ist auch Raum für Ihre Fragen. Die Frau Keul hat Rechtswissenschaften studiert und ist seit 2009 Mitglied des Bundestages. Sie ist Obfrau im Unterausschuss Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung und ebenfalls Mitglied des Verteidigungsausschusses. Bitte, Frau Keul, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Frau Wilmen, Sie waren jetzt eben schlecht zu hören. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder auch den anderen. Weiß nicht, vielleicht liegt es am Mikrofon. Ja, die Debatte über Drohnen geht ja nun schon so lange, wie ich im Bundestag sitze, also schon über 10 Jahre. Von daher halte ich auch dieses Bedürfnis nach einer Debatte durch die Bundesregierung so ein bisschen für vorgeschoben. Man will einfach eine Entscheidung jetzt haben und das war der Kompromiss, dass man gesagt hat, man bräuchte nochmal eine große, breite Debatte, obwohl wir die eigentlich seit 10 Jahren führen. Das scheint mir auch eine eher taktische Debatte zu sein, die dort die große Koalition führt. Vielleicht, also ich will das in meinem Statement in drei Punkte einteilen, vielleicht zunächst einmal zum Völkerrecht und dann zu den sonstigen Risiken von Drohnen und dann zu den vorgebrachten Schutzfunktionen der Drohnen. Denn insgesamt ist es klar, kommt es am Ende auf eine Abwägung an. Ja? Also wenn ich entscheiden muss über ein neues Waffensystem, dann muss ich gucken auf der einen Seite, was sind die Nutzen, was sind die Risiken und am Ende muss ich dann eine entsprechende Entscheidung treffen. Also zur Geschichte der Drohnen muss man sagen, die sind ganz überwiegend immer völkerrechtswidrig eingesetzt worden. Die Bundesregierung sagt natürlich, das würde sie niemals tun. Das glaube ich ja der Bundesregierung jetzt auch erstmal. Aber ob sie da es immer so dabei bleiben wird, das weiß man eben auch nicht so genau. Als 2000 die ersten bewaffneten Drohnen von Israel eingesetzt worden sind für extralegale Hinrichtungen, da haben die Amerikaner noch gesagt, das halten sie ganz klar für völkerrechtswidrig. Nach 9/11 hatten sie dann selber bewaffnete Drohnen und siehe da, sie haben ihre Rechtsauffassung geändert. Also wir sehen, dass Rechtsauffassungen eben nicht in Stein gemeißelt sind und auch die Bundesregierung hat schon völkerrechtliche Auffassungen verschoben in den letzten Jahren. Das sehen wir zum Beispiel bei den Koalitionen der Willigen, die man 2003 noch ausgeschlossen hat. Jetzt finden Koalitionen der Willigen statt. Also das ist alles mit diesem, wir halten uns an das Völkerrecht, da muss ich sagen, ist so mein Vertrauen auch so etwas erschüttert worden in den letzten Jahren. Wir haben also gesehen, dass die Verfügbarkeit von Drohnen eben auch die Versuchung bringen, Meinungen zu ändern und sie dann eben einzusetzen. Dieser Einsatz von Drohnen, wie er bisher durch die Herstellernationen erfolgt, hat gezeigt, dass sie die Konflikte entgrenzen. Die Entgrenzung, zeitliche und geografische Entgrenzung von Kriegen haben wir erlebt, weil man sie eben überall einsetzen kann. Pakistan, Somalia brauche ich hier in dieser Runde nicht groß zu erzählen. Es ist auch schon viel gesagt worden zu den zivilen Opfern. Die bewaffneten Drohnen sind eben kein sauberer Krieg. Es gibt keinen sauberen Krieg und gerade die Drohnen haben auch ja erhebliche zivile Opfer gefordert. Zahlen sind dazu schon genannt worden. Die bewaffneten Drohnen wurden überwiegend von Geheimdiensten eingesetzt, statt von den offiziellen Streitkräften, auch gerade von der CIA. Das heißt, in diesem Falle sind sie eben auch nicht transparent und können die Zahlen nicht veröffentlichen. Heißt, es fehlt also auch demokratische Kontrolle. Es entsteht ein Rüstungswettlauf, wenn alle Seiten bewaffnete Drohnen einsetzen, dann muss man eben damit rechnen, dass auch die Gegenseite bewaffnete Drohnen irgendwann verfügt. Und das ist sicherlich ein größeres Risiko, auch für das Leben der Soldatinnen und Soldaten. Und vielleicht noch ein letztes Punkt zu den Risiken. Dort, wo sozusagen die Drohnen ausgewertet werden, diese Stützpunkte werden auch zu einem legitimen militärischen Angriffsziel. Nun ist eben von Herrn Brunner gesagt worden, die Regierung beabsichtigt nicht, die Drohnenpiloten also von Deutschland aus einzusetzen, sondern nur aus dem Einsatzgebiet. Aber die Auswertung sitzt durchaus in Deutschland. Ja, so wird es im Augenblick auch bei den Aufklärungsdrohnen praktiziert, die wir in Mali einsetzen. Die Bilder werden in Norddeutschland ausgewertet. Dort sitzen die Soldatinnen und Soldaten in den Kabinen und haben eben auch schon von entsprechenden Belastungsmomenten gesprochen. Und ich bin der Meinung auch, dann diese Stützpunkte werden im Falle einer bewaffneten Auseinandersetzung
zu legitimen militärischen Angriffszielen, also auch ein Sicherheitsrisiko für die einheimische Bevölkerung. Das ist vielleicht so einmal der grobe Abriss, weil das kennen Sie auch alle und da haben wir jetzt auch schon viel drüber gesprochen. Jetzt ist es so, dass es für mich natürlich auf der anderen Seite durchaus eine Rolle spielt, denn ich entscheide ja auch über Bundeswehreinsätze und trage die ja auch teilweise mit, wenn gesagt wird, es dient dem Schutz der Soldatinnen und Soldaten im Einsatz, dann ist es für mich völlig klar, dass wenn wir Soldaten in den Einsatz schicken, sie bestmöglich auch geschützt und ausgerüstet sein müssen. Das heißt, das ist für mich ein tragendes Argument. Deswegen bin ich der Frage auch durchaus offen nachgegangen. Wie sieht das denn aus mit der Schutzfunktion der Soldaten? Und um das Ergebnis vorwegzunehmen, die Bundesregierung hat mich nicht überzeugt. Ja? Also zunächst einmal sind diese Waffensysteme gar nicht entwickelt worden, um in der bewaffneten Auseinandersetzung Soldaten zu schützen, sondern sie sind, wie gesagt, entwickelt worden, um im Prinzip jenseits von bewaffneten Konflikten gezielte Hinrichtungen vorzunehmen. In der konkreten Gefechtssituation, wenn die Bundeswehr im Einsatz ist, dann kann sie auf zwei Mittel jetzt schon zurückgreifen. Das eine sind die Aufklärungsdrohnen, ein ganz, ganz wichtiges Sicherungsinstrument, was wir in allen Einsätzen auch haben. Und sie kann eben auch auf bemannte Luftunterstützung zurückgreifen, entweder über die eigene oder über die von Bündnispartnern. Das ist sozusagen der Status quo an Schutzmaßnahmen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, wo genau ist jetzt sozusagen der Mehrwert an Schutz gegenüber der herkömmlichen Luftunterstützung, wenn sie bewaffnete Drohnen einsetzen könnten. So, das ist die Frage, mit der ich auch sozusagen in die Diskussion der Bundesregierung gegangen bin und wäre durchaus offen gewesen, wenn man mir tatsächlich mal hätte an konkreten Fällen darlegen können, wo wir im Einsatz jetzt genau einen Nachteil dadurch gehabt hätten, dass wir sie nicht haben. Und ich war ehrlich gesagt sehr erstaunt über diese schlechten Beispiele, die eigentlich alle nicht geeignet waren, es zu benennen. Also zum einen, das ist ein Fall, eine Frage, die Elsa Rasbach ja auch schon aufgeworfen hat, die Frage, wo sind Soldaten konkret zu Schaden gekommen, weil wir keine bewaffneten Drohnen hatten. Da gibt es quasi kein Beispiel für, was Sie benannt haben. Und umgekehrt habe ich dann noch gefragt, wo sind denn Soldaten konkret geschützt worden dadurch, dass wir zurückgreifen konnten auf Drohnen anderer Bündnispartner. Das Erstaunliche ist, auch da haben Sie mir nichts geantwortet. Sie wüssten das nicht, Sie würden darüber keine Zahlen aufhängen. Das finde ich schon daher erstaunlich, weil ich bin überzeugt, dass es stattfindet. Also dass sozusagen im Gespräch, auch bei meinen Einsatzbesuchen, Gesprächen mit Soldaten, ich höre das durchaus durch, dass die auch schon mal Unterstützung anfordern und dann quasi US-amerikanische Drohnen zu Hilfe kommen, wo sie darauf zurückgreifen können. So, und dann wären das ja mal konkrete Beispiele gewesen, die der Bundesregierung hier in der Debatte genutzt hätten. Ja? Deswegen verstehe ich eigentlich auch bis heute nicht, warum Sie genau diese Beispiele mir nicht nennen können. Ich habe jetzt also auch noch mal schriftlich nachgefragt und habe auch noch mal schriftlich bekommen, da könnte die Bundesregierung nichts zu sagen, das würde nicht dokumentiert. Also das ist schon mal ziemlich dünn. Dann haben Sie uns andere Fälle präsentiert, die zeigen sollten, wo die Vorteile liegen im Vergleich zur herkömmlichen Luftunterstützung. Da war ein Fall dabei, den Sie auch häufig erzählen, weil er sehr betroffen macht, weil Sie sagen, es ist so schrecklich, zugucken zu müssen bei einer durch eine Aufklärungsdrohne und nicht helfen zu können. Und haben uns eine ziemlich grauenvolle Hinrichtungsszene gezeigt, aus dem Einsatz, wo eine Aufklärungsdrohne das eben mitfilmt, wie dort also eine Gruppe von bewaffneten Männern eine andere Gruppe von Männern aufreiht am Straßenrand und diese erschießt. So. Ja, das macht sicherlich betroffen, uns alle, aber die Frage bleibt unbeantwortet, was hätte denn eine bewaffnete Drohne in diesem Moment machen können? Ja? Und diese Frage habe ich natürlich dann auch gestellt. Hätte man mit einer bewaffneten Drohne, wie sie jetzt sozusagen zur Diskussion steht, in dieser Situation von diesen 12 Menschen quasi die 6 herausfischen können und erledigen können, die dort diese Menschenrechtsverletzung begehen, ohne alle 12 zu töten? Also das konnte man mir auch nicht zusagen. Also im Prinzip hätte man ja mit einer bewaffneten Drohne in dieser konkreten Szene gar nichts ausrichten können, weil also so Einzelne aus einer Gruppe herausnehmen, das kann auch eine Drohne nicht. Dann das Argument, es sei ja auch schon einfach wichtig im Einsatz, in bestimmten Szenen Show of Force zu zeigen.
Also das hat mich auch nicht überzeugt. Show of Force kann ich auch mit einer unbewaffneten Drohne, das kann ich im Zweifelsfall vielleicht auch unten noch nicht so genau erkennen, ob das eine bewaffnete oder unbewaffnete ist, weil es sind ja dann auch inzwischen die waffenfähigen Drohnen, die kann man dann auch ja nicht unterscheiden. Also auch das hat mich nicht überzeugt. Teilweise wurde sogar auf den Fall in Kunduz 2009 verwiesen. Da wurde gesagt, ja, da sind ja 100 Zivilisten ums Leben gekommen, das hätten wir alles vermeiden können. Also ich saß in diesem Untersuchungsausschuss zu Kunduz ein Jahr lang. Also wenn irgendwas, also da war völlig klar, bereits eine Aufklärungsdrohne hätte dieses Desaster von Kunduz verhindern können. Ja, das zeigt auch nochmal, wie wichtig Aufklärungsdrohnen sind, weil man dann gesehen hätte, dass es eben keine Taliban sind, sondern eben Zivilisten. Auch dazu hätte man eine Bewaffnung nicht gebraucht. Also summa summarum bin ich nicht überzeugt, dass wir tatsächlich im Einsatz einen substanziellen Mehrwert beim Schutz der Soldatinnen und Soldaten haben, der es auf der sozusagen bei der Abwägung dazu führen würde, ich sagen würde, die Risiken müssten wir in Kauf nehmen. Ja? Zumal ein Nachteil, ja auch ein politischer Nachteil aus meiner Sicht nicht unerheblich ist, dass wir diese Waffe von denjenigen kaufen, die sie herstellen und zwar von denjenigen, die sie eben völkerrechtswidrig einsetzen, so wie wir sie nicht einsetzen wollen. Und wir uns durch den Kauf dieser Waffen da also selber unglaubwürdig machen. Und noch ein letzter Punkt, das ist auch etwas, was Elsa Arasbach schon angesprochen hat. Wenn wir jetzt diese Waffensysteme zur Verfügung haben, wird sich auch unsere Einsatzplanung ändern. Und das wird wiederum das Risiko für die Soldatinnen und Soldaten erhöhen. Ich will sagen, ja, wir machen derzeit, wir haben relativ wenig, Gott sei Dank, Gefallene in Einsätzen, weil wir natürlich auch gewisse Einsätze nicht machen, die beispielsweise die Franzosen oder die Amerikaner machen. Das finde ich auch richtig, dass wir die machen, dass wir die nicht machen. Ja, also das betrifft vor allem die Antiterror-Einsätze, wie sie ja jetzt auch in Mali von den Franzosen getätigt werden, während wir MINUSMA unterstützen. Und wenn wir jetzt dieses Mittel zur Verfügung haben, wird sich entsprechend auch der Einsatz, man wird einfach weitergehen können, wenn man meint, man hat mehr Schutz. Das heißt, man wird diesen Mehrwert an Sicherheit einfach durch robustere und gefährlichere Einsätze auch wieder verbrauchen, sodass unterm Strich keine höhere Sicherheit für die Soldatinnen und Soldaten übrig bleibt. So, das ist meine Position. Wie gesagt, nach wie vor bleibe ich für Argumente offen. Bislang hat es mich nicht überzeugt, sollte ich im Einsatz erleben, dass ich sage, also hier geht es nicht anders. Also hier müssen die Soldaten durch dieses Mittel geschützt werden. Aber dann hätte die Bundesregierung das jetzt auch wirklich schon mal vorbringen können, denn wir diskutieren das 10 Jahre lang. Und wenn sozusagen da keine besseren Argumente kommen, dann werde ich bei meiner ablehnenden Haltung bleiben. Soweit von mir. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Keul. Ich hoffe, ich bin jetzt besser zu verstehen. Ich habe gerade das Mikro gewechselt. Ja, sehr gut. Gut, dann vielen Dank. Dann gebe ich jetzt an den Herrn Hunko weiter. Er hat Medizin in Freiburg studiert und eine Ausbildung als Mediengestalter, ist seit 2009 Mitglied des Bundestages und seit 2016 europapolitischer Sprecher der Fraktion Die Linke. Er ist Obmann im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union und seit den 80er Jahren aktiv in der Friedensumwelt und in den sozialen Bewegungen. Bitte, Herr Unko, Sie haben das Wort. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite für diese, glaube ich, sehr, sehr wichtige und auch zum richtigen Zeitpunkt stattfindende Debatte. Es sind ja schon sehr viele richtige Argumente vorgetragen worden. Ich will die nicht alle wiederholen und habe jetzt überlegt, was kann ich jetzt sinnvoll hier noch beitragen. Ich will noch mal an die Debatte erinnern, wie sie sich hier im Bundestag entwickelt hat. Meines Wissens ist es zum ersten Mal im Januar 2013 gewesen, dass die Bundesregierung offiziell bekundet hat, dass sie Kampfdrohnen anschaffen will. Das war damals von de Maizière noch. Und seitdem findet sozusagen eine Debatte statt, die, und da stimme ich Katja Keul ausdrücklich zu, aus meiner Sicht sehr taktisch geführt wird. Weil das Grundproblem aus Sicht derjenigen, die die Kampfdrohnen anschaffen wollen, ist, dass es relativ unpopulär bisher gewesen ist. Umfragen haben damals schon 2013 eigentlich darauf hingedeutet, dass knapp 2/3 der Bevölkerung
die Anschaffung von Kampfdrohnen ablehnen. Und das hat damit zu tun, dass die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen US-Drohnenkriegs relativ präsent waren. Und das ist auch meiner Einschätzung nach ein Motiv, warum die Bundesregierung und auch verschiedene Militärs, ich habe da auch auf vielen Podiumsdiskussionen mit Bundeswehrgenerälen gesessen, die starke Abgrenzung erstmal betont zum Einsatz, zur Einsatzpraxis des US-Drohnenkriegs. Das Gleiche gilt ähnlich für den, was wir hier sehr viel diskutiert haben, was jetzt im Kern der Debatte ist, für den Schutz der Soldaten. Ich will die Argumente nicht alle wiederholen, aber ich fand das auch sehr überzeugend, was Elsa Rasbach gesagt hat und was Katja Keul hier auch gesagt hat. Ich will dazu fügen vielleicht, wir sind ja als Linke, lehnen wir ja die, insbesondere natürlich die Kampfeinsätze der Bundeswehr ab, und der beste Schutz ist aus meiner Sicht eben auf solche Kampfeinsätze zu verzichten. Was den, was die Abgrenzung vom US-Drohnenkrieg angeht, da habe ich auch dann immer wieder nachgefragt, weil es gäbe ja einfach die Möglichkeit, auch die deutsche Beteiligung über Rammstein daran zu stoppen. Dann wäre das tatsächlich glaubwürdig, aber das findet nicht statt, wie wir wissen. Ich will darauf hinweisen oder will vielleicht beschreiben, in welchem Prozess wir jetzt gerade sind, was die Anschaffung von Kampfdrohnen angeht. Es ist vor mittlerweile, ich glaube, knapp 2 Jahren, ein Dreivierteljahr beschlossen worden, für einen Übergangszeitraum Kampfdrohnen, bewaffnungsfähige Drohnen in Israel zu leasen, die sogenannte Heron-TP, die zu diesem Zweck auch umgebaut wurde. Es ist aber damals darauf verzichtet worden, die konkrete Bewaffnung zu beschließen. Also man hat praktisch Kampfdrohnen bestellt, die werden gebaut, die sind auch schon, an denen werden schon deutsche Soldaten ausgebildet. Aber bislang steht noch aus die konkrete Zustimmung zur konkreten Bewaffnung. Das ist das, was jetzt in den nächsten Wochen ansteht und warum auch natürlich diese Debatte hier so wichtig ist. Das Ganze ist für einen Übergangszeitraum geplant, weil gleichzeitig in Auftrag gegeben wurde die Entwicklung einer europäischen Kampfdrohne, die sogenannte Eurodrohne, und wofür auch in Deutschland schon ziemlich viele Voraussetzungen für geschaffen wurden. Zum Beispiel ist auf dem Stützpunkt in Jagel werden die Vorbereitungen für diese künftige Eurodrohne vorbereitet. Es gibt, daraufhin hat Claudia Heidt vorhin hingewiesen, auch schon Ausbildungen, Drohnen-Einsatz angeht. Es finden auf vielen, vielen Ebenen schon konkrete Vorbereitungen statt. Allerdings ist diese entscheidende Entscheidung im Bundestag, nämlich die Zustimmung zu einer konkreten Bewaffnung, bisher noch nicht gefallen. Und deswegen ist diese Auseinandersetzung jetzt so wichtig. Ich will noch mal betonen den Aspekt der Senkung der Hemmschwelle. Es ist oft so, dass in der Debatte von den Befürwortern von Kampfdrohnen gesagt wird, naja, wir unterstellen den Soldaten, dass sie dann praktisch wie mit dem Joystick da nur rumspielen. Darum geht es nicht in erster Linie, sondern es geht darum, dass die Hemmschwelle auch für den Einsatz, also auch für den politischen Einsatz von Drohnen sinkt. Das können wir auch beobachten bei den Staaten, die schon Kampfdrohnen einsetzen. Jüngst etwa auch bei dem Einsatz von Kampfdrohnen der Türkei, sowohl in Syrien als auch im Irak. Und ich befürchte sozusagen, genauso wie eben Katja Keul, auch eine räumliche und zeitliche Entgrenzung des Krieges.
Das Weitere ist, der Aspekt wurde auch vorhin von dem Kollegen vom ECCHR angesprochen, dass aus unserer Sicht, aus Sicht der Linken, die Drohnen als teilautomatische Systeme, es sind ja keine vollautomatischen Systeme, aber teilautomatische Systeme, einen Schritt darstellen in die Automatisierung des Krieges. Und es gibt auch natürlich jetzt schon Planungen in dem deutsch-französischen Future Combat Air System in Zukunft auch Kampfflugzeuge mit Drohnenschwärmen zu entwickeln, die dann mit künstlicher Intelligenz einen weiteren drastischen Schritt in Richtung Automatisierung des Krieges darstellen. Also aus unserer Sicht sollte man, und ich würde mich sehr freuen, wenn die Grünen und auch die SPD am Ende auch entsprechend abstimmen. Aus unserer Sicht sollte man auf die jetzt anstehende konkrete Bewaffnung der Heron-TP verzichten. Ich fände es auch sinnvoll, wenn es eine Erklärung gibt, ein einseitiges deutsches Moratorium zu erklären, auf solche Bewaffnung zu verzichten, um ein Signal eben auch in andere Länder zu senden. Ich finde, dass man die Versuche, die es gibt, sowohl was bewaffnete Drohnen angeht, als auch was vollautomatische Waffen angeht auf internationaler Ebene, die Versuche hier Rüstungsbegrenzung, abrüstungspolitische Konventionen zu entwickeln, dass man die unterstützen sollte. Das ist aus meiner Sicht unzureichend, was die Bundesregierung hier macht. Ich habe mich da auch mal bei der UNO in New York erkundigt. Dort ist von deutscher Seite im Unterschied zu manchen anderen, auch europäischen Staaten, sehr, sehr wenig bislang zu spüren. Ich finde, man sollte auf EU-Ebene auch sich vereinbaren, einen Verzicht der EU-Mitgliedstaaten auf die Beschaffung von bewaffnungsfähigen Drohnen durchzusetzen. Genau, und als letztes, das gehört meines Erachtens auch dazu, auch eine Frage der Glaubwürdigkeit in dieser Frage, sollte die US-Luftwaffenbasis in Ramstein geschlossen werden für den Drohnenkrieg. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen die Debatte haben, wir werden die Entscheidungen haben. Die Auseinandersetzung wird natürlich dann weitergehen, weil ja weitere Folgeentscheidungen kommen. Aber ich denke, hier müsste es ein deutliches Umsteuern geben, hin in Richtung einer internationalen Ächtung dieser Waffen und nicht sozusagen hier auch, dass Deutschland sich dann auch noch beteiligt als Staat, der Kampfdrohnen, über Kampfdrohnen verfügt, sie später auch entwickelt und produziert. Das ist aus meiner Sicht sozusagen das Wichtigste gegenwärtig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Hunko. Wir wollen jetzt zum Abschluss noch einem Drohnenopfer das Wort geben. Und zwar ist das Faisal bin Ali Yaba und das ist ein Video, das sind nur 3 Minuten, das ECCHR uns zur Verfügung gestellt hat. Und danach gehen wir dann in die Diskussion und dann können Sie Ihre Fragen stellen. يعني في تلك الليلة 29 الليلة المشؤومة في حوالي الساعة
Der 29. August war ein schwarzer Tag. Er begann gut, mein Sohn hatte gerade geheiratet und wir feierten ausgiebig. Ich saß abends um 9 mit meiner Familie beim Essen, als ich das Brummen der Drohnen hörte. Ich konnte sie nicht sehen, aber einen Moment später sah ich ein rot-oranges Licht und dann erschütterte ein Raketeneinschlag unsere Fenster. Es war unvorstellbar. Es war, als würde der Berg explodieren. Es folgten 3 weitere Raketen. Der Angriff passierte nicht weit von meinem Haus. 5 Minuten später rief meine Tochter weinend an. Meine Frau und ich fuhren sofort los zu ihr. Auf halbem Weg sahen wir eine Gruppe von Menschen, die uns sagte, eine Rakete habe ein Auto getroffen. Überall waren Leichenteile und Blut. Da wussten wir, dass Salim und Walid tot waren. Wir fragten, was passiert sei, und sie berichteten, dass Al-Qaida an diesem Tag nach Salim gesucht hatte. Sie hatten versucht, ihn zu Hause zu treffen. Salim aber wollte Al-Qaida dort nicht treffen und sagte ihnen, dieser dunkle Fleck in der Wüste sei nicht der richtige Ort, um zu diskutieren. Lasst uns bei der Moschee treffen oder im Haus meines Vaters. Dann sei mein Neffe Walid gekommen. Er war Polizist und ein sehr mutiger Mensch. Er beruhigte Salim und sagte, er müsse sich nicht sorgen, er werde ihn beschützen. Also nahm Salim ihn mit, um sich mit den Männern zu treffen. Kurz nachdem sie sich zusammengesetzt hatten, wurde er von der Drohne getroffen. So, ja, vielen Dank. Ich finde, der Film ist sehr beeindruckend für die Vermittlung an den Herrn Schüller nochmal. Wir kommen jetzt zu den Fragen an die Referentin.